herzlich willkommen zu diesem neuen Video auf meinem Kanal. Heute mit einer Roomtour. Und wir starten hier gleich mit dem 120 Liter Aquarium, das ich zu einem Terrarium umgebaut habe für die Odontomachus Monticola. Aber da sind bisher nur Springschwänze und Asseln drin. Asseln kann man jetzt eigentlich nicht erkennen, weil die sich durchgehend vergraben. Aber man sieht ja, das sind ziemlich viele Springschwänze. Und ja, das ist halt ganz gut für den falls sich Schimmel bildet, dann essen die das ja. Beziehungsweise essen die Futterreste. Hier meine Polyarches Divis Kolonie. Ich habe gestern gefüttert, deswegen ist die Aktivität dementsprechend niedrig. Hier kann man die Werte sehen, die sind jetzt relativ schlecht, also das, die Gradanzahl so bei 27 und die Luftfeuchtigkeit bei 35. Eigentlich sollte sie ja zwischen 50 und 60 liegen, aber ich habe heute noch nicht mit dieser Sprühflasche das besprüht und deswegen, ja, mache ich dann gleich noch. Die haben hier einmal zwei Reagenzgläser, ein großes und ein kleines, das bewohnen sie, also ist komplett voll. Naja, das kann man jetzt nicht wirklich erkennen. Dann geht es hier weiter zu meinem Schreibtisch, auf den ich jetzt ein bisschen draufklettern muss, da ich euch sonst das nicht zeigen kann. Hier sind meine Themenothorax bzw. Leptothorax. Ich weiß nicht wirklich, was es ist, da ich kein Mikroskop habe. Okay, das kann man nicht sonderlich gut erkennen. Naja, auf jeden Fall habe ich einen Mevo reingelegt, wie man da links sehen kann. Und eine ist auch am Honig. Dann geht's weiter zu den, die ich vor kurzem von Alec Ants bekommen habe. Nochmal danke. Wir sind uns nicht sicher, entweder Lasius Imaginatus oder Lasius Niger. Aber ich denke Lasius Imaginatus. Da die Queen größer als meine Lasius Niger ist und auch ein bisschen gelblich und die Arbeiter sind kleiner und ein bisschen, ich weiß nicht, bräunlich, grünlich, so in der Art. Ja. Und hier kommen wir dann noch zu meinen Lasius Umbratus. Die haben dieses Jahr angefangen zu gründen. Also, letztes Jahr hatte sie schon Eier, die sind aber gestorben und deswegen, ja. Ob ich es euch so zeigen kann. Ja, hier ist ein bisschen Brut. Da unten bei der Arbeiterin. Aber die wollen wir jetzt auch nicht zu sehr stören. Dann geht's weiter zu meinem Highlight eigentlich. Zu meinen Faidule Palidula. Die bewohnen hier ein ziemlich großes Ytong-Nest. Ich kann ja mal rauszoomen. Und hier lagern sie ihre Brut. Das ist echt extrem viel, aber auch auf den anderen Seiten. Und ich fütter sie gerade, deswegen ist die Aktivität in der Arena hier drüben ziemlich hoch. Und ich kann es euch ja mal zeigen. Hier sind welche, die sind echt. Das ist meine aktivste Ameisenart. Also ich hoffe dann, euch hat das Video gefallen. Und ja, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.